Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen auch der Gemeindebibliothek Ismaning, Herrn Mörtel und der Volkshochschule im Norden des Landkreises. Sie sehen es schon hier an unserer Leinwand, ein ganz besonders spannendes Thema, unsere nicht-biologische evolutionäre Zukunft. Herr Dr. Lange hat ein Buch geschrieben, der sich eben mit moderner Evolutionsbiologie beschäftigt. Herr Dr. Lange, eine ganz spannende berufliche Entwicklung haben Sie ja gemacht. Ja. Sie waren ja erstmal Volkswirt, waren lange in der IT-Branche unterwegs und sind dann sozusagen Aussteiger aus dem richtig erfolgreichen kommerziellen Leben, ja, und haben sich ihrer Leidenschaft der Biologie dann zugewandt, haben dort promoviert. Haben sich insbesondere, Sie haben ja Ihre Dissertation geschrieben, geforscht über die Entwicklung der Hand bei Wirbeltieren. Und was ich eben auch sehr interessant finde, inzwischen sind Sie einfach auch etablierter Sachbuchautor. Das ist nicht Ihr erstes Buch, eine ganze Reihe vorher schon erschienen. Dieses letzte Buch ist nur insofern besonders spannend, weil es eben diesen Bereich der Evolution nochmal in eine ganz andere Dimension hebt. Ja, wir denken die eigentlich eher klassisch so mit unserem Schulunterricht-Hintergrund als einen natürlichen Prozess, verbunden natürlich mit dem großen Namen Charles Darwin. Aber es ist natürlich ganz klar, dass wir uns schon lange gegenüber einer Umwelt anpassen, die ja keineswegs nur Natur ist, die schon natürlich sehr stark zugerichtet ist, im Grunde eine kulturelle Leistung im Hintergrund steht. Und wir passen uns in unserem Evolutionsprozess eben dieser inzwischen schon weitgehend künstlichen Umwelt an. Aber es geht eben noch eine deutliche Spirale weiter. Wir sind inzwischen in einem Entwicklungsprozess angelangt, wo wir diese Zukunft, diese evolutionären Entwürfe des Menschen aktiv planen, konstruieren, wo sich eine natürliche, biologische, technische, kulturelle Entwicklungsdimensionen sozusagen überlagern und verknüpfen. Und damit verbinden sich natürlich eine ganze Menge ganz zentraler, entscheidender Fragen, nämlich in welche Richtung geht das? Welche Szenarien für die Zukunft gibt es überhaupt? Welche Möglichkeiten haben Sie jetzt schon angedeutet und welche kann man da einfach erwarten? Das ist die eine Geschichte, eine Menge ethische Fragen hängen da dran. Was für Risiken stecken dahinter? Wie legitimieren sich diese ganzen Entwicklungen? Ja, und. Ja, welche Gefahren gehen davon aus? Welche Zukunftsoptionen? Welche positiven Entwicklungen es geht? Und an welchen technologischen Bedingungen hängt dieser ganze Prozess denn überhaupt? Also unglaublich viele Fragen, die Sie in ein dickes Buch da gesperrt haben. Und wie immer, wie oft bei diesen Vorträgen wird das große Problem entstehen, wie dampft man das alles ein auf einen Stundenvortrag? Ja. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das lösen heute. Ja. Wir werden mit Sicherheit eine spannende Folie für Fragen haben. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal das Wort erteilen und bin sicher, dass wir einen spannenden Vortrag haben. Ganz herzlich willkommen hier in Ismaning. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Stets, für die Einführung und freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen sein darf. Ich hoffe, alle verstehen mich, aber das haben wir ja zur Genüge getestet. Hört sich gut an, Herr Dr. Stets? Hört prima. Ja, eigentlich geht das gar nicht, was ich da heute beanspruche. Evolution, so wie es der ehrenwerte Darwin verstanden hat, ist natürlich immer ein Rückblick. Und wenn wir von Anpassung sprechen, sind wir angepasst an das, was zuletzt da war. Vielleicht auch die letzten Millionen Jahre da war. Aber jetzt verändern wir die Welt heute so schnell, dass wir eigentlich angepasst sein müssen auf das, was da auf uns zukommt. Sie haben das Stichwort genannt, Herr Dr. Stets. Anpassung ist das Kernwort, aber vielleicht geht es auch um Nicht-Anpassung oder um Fehlanpassung. Mein Vortrag ist in zwei große Teile gegliedert. Der erste Teil macht Ihnen einen Überblick, was da kommt in der Medizintechnik, in der Gentechnik, in der Nanotechnologie. Da kommt umwälzend Neues in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zu. Und dem bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Also das wird vielen Menschen enorm helfen, vor allem kranken Menschen. Aber nicht nur denen. Der andere Teil, der zweite Teil des Vortrags geht auf die kulturelle Evolution von uns in der Richtung, ob wir das gesellschaftlich eigentlich packen. Und ich möchte diese Kernfrage des Vortrags mal so formulieren. Es heißt als Kernfrage, hat uns die Evolution als aufgeklärte, im Sinne Kants, aufgeklärte, intelligente Menschen ausreichend dafür gerüstet, unsere Zukunft für ein würdiges Leben unserer Kinder und Enkel und für den Erhalt der Erde überhaupt steuern zu können.
können wir das überhaupt, nachdem wir 1, 2, 3 Millionen Jahren in kleinsten Gruppen in der Steinzeit durch die Gegend marschiert sind und eigentlich nur an heute Nachmittag und morgen früh denken mussten, es aber nicht mit einem komplexen Szenario zu tun hatten, wie wir es in der heutigen soziotechnischen Welt vorfinden. Alles, was wir heute tun, kann man eigentlich zurückführen auf Immanuel Kant, der die Aufklärung mitbegründet hat im 18. Jahrhundert und gesagt hat, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wenn ich das mal umgangssprachlich in anderen Worten wiedergebe, heißt das nichts anderes als, benutze deinen Verstand und deine Vernunft und den Gnach, bevor du was sagst, dann kannst du die Wahrheit und den richtigen Weg erkennen. Also denke vernünftig und du kommst zum Ziel. Und da müsste man doch eigentlich denken, die heutige Welt, die ein Internet aufbaut, die Multimillionenstädte aufbaut und weiß ich was für Technologien aufbaut, dass die so klug ist, immer daran zu denken, was für uns Menschen gut ist und was uns evolutionär anpassungsmäßig auch in die richtige Richtung vorwärts bringt. Und genau da habe ich meine Zweifel und die will ich Ihnen dann aufschlüsseln. Erstmal ein kurzer Überblick, weil viele von Ihnen mögen, wenn Sie noch nicht viel drüber nachgedacht haben, sich sagen, naja, der Mensch wird ja eigentlich nicht mehr evolvieren. Wir sind ja so ein vollkommenes Produkt. Krone der Schöpfung heißt das immer im 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Sitzt nicht richtig. Ja. Und wenn Sie uns so heute sehen, könnten Sie schnell denken, eigentlich evolvieren tun wir ja nicht mehr, oder? Aber das ist doch der Fall. Ich nenne Ihnen ein paar wenige ausgewählte Beispiele. Es gibt sowas wie die Laktosetoleranz. Ich nehme an, jeder von Ihnen, 4/5 von Ihnen, vertragen Milch oder Käse und nur 10-20% der Menschen auf der nördlichen Hemisphäre vertragen Milch nicht. So, ich will es nicht näher ausführen. Das ist eine ganz wertvolle Mutation gewesen vor 4.000-5.000 Jahren, dass die Menschen gemerkt haben, Mensch, Erwachsene können auch Milch vertragen. Dann haben wir ja ein zusätzliches Nahrungsmittel. Hautfarbe hat sich geändert, Weisheitszähne fallen uns weg oder haben wir erst gar nicht mehr, der Unterkiefer verkleinert sich und wir können in großen Höhen leben, 5000 Meter, Nepal, Peru und andernorts. Da gab es verschiedene Mutationen, die das erst in den letzten Jahrtausenden überhaupt möglich machte, dass wir da leben können. Aber das ist nicht das, was im Mittelpunkt des Vortrags steht. Im Mittelpunkt meines Vortrags steht, dass wir uns heute in den letzten 200-300 Jahren von diesen natürlichen Bedingungen, zum Beispiel in 5000 Meter Höhe leben zu können und uns an diese Bedingungen anzupassen, dass wir uns von dem vollständig gelöst haben. Vollständig in Anführungsstrichen. Das werde ich Ihnen näher ausführen. Wir haben nämlich unsere natürliche Evolution durch Technik und durch Technologien abgelöst von der natürlichen Selektion und wir greifen massiv, höchst massiv heute in unsere eigene Evolution und in die fast aller Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten ein durch das, was wir kulturell tun. Das ist der Unterschied jetzt zu dem rein biologischen Prozess, den der Darwin beschrieben hat. Wir sprechen also von kultureller Evolution. Ich definiere mal, Kultur ist das Verhalten und Gestalten des Menschen inklusive der Folgen und die will man evolutionär erklären. Deswegen kulturelle Evolution. Da gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die machen das ziemlich nahe an Darwin angelehnt, nämlich biologisch fundiert auf der linken Seite und andere, die machen das auf der rechten Seite. Jetzt habe ich es ausgeschaltet, das wollte ich nicht. Ich wollte mal schauen, ob da so ein Zeiger ist. Jawohl. Also biologisch und nicht biologisch. Ich bin natürlich als Biologe näher an den darwinistisch fundierten Theorien dran. Nehmen wir mal einige Beispiele kultureller Großereignisse. Großereignisse kultureller Evolution. Ich habe schon genannt, die Milchwirtschaft, oben links. Dann der gesamte Komplex des technischen und des medizinischen Fortschritts. Ob das immer ein Fortschritt ist in der Medizin, bin ich da sehr positiv, in der Technik sehr verhalten. Umgang mit Flüchtlingen ist aber auch ein kulturelles Thema. Ja? Wie gehen wir mit Flüchtlingen um, wenn das erstmal so richtig losgeht und wir haben 2 Grad Temperaturerwärmung auf der Erde und 10-100 Millionen Menschen haben keinen Platz mehr in ihrer Heimat. Dann werden wir erstmal sehen, wie wir kulturell in der Lage sind, kooperativ damit umzugehen.
Der Feuergebrauch war natürlich evolutionär enorm wichtig, dass wir Fleisch besser verdaubar machen konnten. Und als bestes heutiges Beispiel, als herausragendes, könnte man das Internet nennen. Das sind Ereignisse, Prozesse, die gesamte Menschheit betreffen. So, jetzt kann es im Zuge dieser Ereignisse und Prozesse zu Anpassungen im biologischen Sinne kommen oder auch zu Fehlanpassungen. Fehlanpassungen ist nichts Neues. Ist absolut nichts Neues. Ja? Eine Fehlanpassung, könnte man das sagen, bei den Dinosauriern, das war jetzt nicht so ein tolles Beispiel, das war ein großer Bang von dem Meteorit und da kann also weder ein Dinosaurier noch eine andere Art war da angepasst. Ein paar lebten unter dem Boden, kleine Nagetiere. Die kamen davon, aber von einem Anpassungsprozess kann man da weniger reden, als beispielsweise, wenn eine Eiszeit kommt. Ja, dann hat die Natur Zeit, 10, 20, 30.000 Jahre, wenn es langsam kälter wird und es kann zu Anpassungen kommen oder auch dann auch zu Fehlanpassungen, dass einige Tiere das oder Pflanzen das nicht schaffen und dann reduziert werden oder aussterben. Anpassungen funktionieren nach dem Prinzip Survival of the Fittest. Hat Darwin in seiner zweiten Ausgabe so reingebracht, ist ein mega berühmtes Stichwort genommen. Und Fittest heißt bitte nicht Überleben des Stärksten. Das heißt es nicht. Absolut nicht. Das faulste Faultier kann das am besten angepassten sein, weil das am wenigsten Kalorien verbraucht. Ich habe ein tolles Beispiel, ich habe ein großes Aquarium zu Hause und letzte Woche war ich so unnachsichtig und habe da zu viel CO2, also für die Pflanzen, dachte ich, tue denen was Gutes, habe ich das flüssige CO2 da reingeschüttet und die Fische hatten ein Megaproblem, können Sie sich vorstellen, war einfach ein bisschen zu viel. Unten am Boden ist ein Wels, der ist so groß, der hat sich aufgeführt, wie als wenn er am Galgen hängen würde und in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, hat er einen riesen Lärm gemacht und lag oben auf einem Trockendock oben drauf, die ganze Nacht. Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Liegt die ganze Nacht da rum und überlebt das. Am nächsten Morgen ist er wieder runter. Der kann also durch die Haut atmen. Wenn er sich nicht groß bewegt und viel atmen muss, konnte er die ganze Nacht nicht durch Lungen, sondern wahrscheinlich durch die Haut atmen. Er war optimal angepasst an diese Mega-Stress-Situation. Aber Fehlanpassungen gibt es auch. Und vor allem bei dem, was wir Menschen machen. Da will ich ein paar Ihnen nahe rücken und Sie aufmerksam machen, dass manches vielleicht auch evolutionär nicht so läuft, wie es laufen soll. Denn das, was wir tun, wenn wir ein Internet aufbauen, wenn wir neue Operationsmethoden in der Medizin machen oder whatever auch immer, wir denken nicht daran, ob das jetzt einem Anpassungsprozess für die Menschen genügt. Wir haben ganz andere Ziele. Wir haben Ziele, dass Firmen Umsatzmaximierung, Gewinnmaximierung machen müssen, dass Firmen sagen, unsere Kunden müssen einfach Spaß haben. Das sind ganz andere Ziele. Menschengemachte, gesteuerte Ziele und gesteuertes Verhalten. So, da können wir jetzt in die kulturelle Evolution noch mal ein paar Beispiele reinsetzen, die wirklich aktuell sind, die Klimapolitik, Vermüllung, Vergiftung der Umwelt, Bevölkerungsexplosion, was immer Sie da wollen. Alles ist vom Menschen gemacht, mit bestimmten Zielsetzungen gemacht, aber diese Zielsetzungen haben, wie gesagt, mit evolutionärer Anpassung unter Umständen ziemlich wenig zu tun. So, warum gibt es diese Fehlanpassung? Da kriegt man ein paar Gründe und da gibt es auch tolle Autoren, auch Nobelpreisträger, die unter dem Gesichtspunkt der Psychologie oder der Ökonomie darüber ausführlich geschrieben haben. Aber ich bin so ziemlich der Erste, der das jetzt mal in einen evolutionären Zusammenhang stellt. Wenn wir die Welt alle 10 Jahre auf den Kopf stellen und völlig neue Technologien bringen, der erste Punkt hier, ein sehr schneller technokultureller Wandel und der immer schneller wird, dann werden Sie abgehängt und ich werde auch abgehängt, wenn Sie alle halb Jahr ein neues Handy haben sollen und es hat wieder völlig neue Funktionen, dann haben wir Probleme, da mitzukommen. Und dass wir uns da anpassen in irgendeiner Form, wird immer schwieriger, je schneller diese Prozesse gehen. Also Anpassung bei schnellem Wandel schwierig. Dann gibt es eine technologische Abhängigkeit. Das heißt, wir können die Technik unter Umständen gar nicht mehr so verändern, wie es für uns Menschen vielleicht gut wäre. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, wenn eine Technik neu auf den Markt kommt, zum Beispiel ein Smartphone, so wie der Steve Jobs sich das vorgestellt hat, also eine richtige eierlegende Wollmilchsau, die alles kann, so hat er es damals angekündigt. Der gute Mann war hochintelligent, aber er hatte keinen blassen Dunst,
was das psychologisch mit Kindern macht, was das mit der Kommunikation von Menschen am Ende tatsächlich macht und ob das jetzt gut oder schlecht ist, hat er keine Ahnung. Das ergibt sich dann erst. Aber wenn man die Technik dann wieder ändert und wieder schnell ändert, kommt man zu keinen verwertbaren guten Antworten. Man spricht dann auch von fehlender Technologiefolgenabschätzung. Man weiß immer erst, was eine Technologie bringt, wenn mal 10, 20 Jahre vergangen sind, auch beim Fernsehen. Und dann sagt man, hoppla, haben wir ja gar nicht gedacht. Nicht angepasste Kognitionsleistungen, das klingt anspruchsvoll, da komme ich ganz ausführlich drauf zurück. Das meint, dass wir denken so in die Richtung, aber tatsächlich handeln wir in die Richtung. Wir wissen eigentlich schon, dass es nicht gut ist, mit dem Flugzeug zu fliegen, fliegen aber trotzdem und haben auch eine super Antwort, wenn wir das machen. Immer wenn sie dann doch fliegen und wissen, das ist nicht gut für den CO2-Haushalt unserer Atmosphäre, haben sie eine super Antwort, dass sie das ja nur einmal machen oder was auch immer. Da beißt sich also was. Die heutige globale Marktwirtschaft, wir können auch sagen Spätkapitalismus, wenn Sie es ein bisschen politischer haben wollen, hat Megaprobleme, dass wir angepasst in die Zukunft gehen. Megaprobleme. Ich bin sicher nicht der Erste, der an diesem Pult steht und davon spricht, dass ein grenzenloses Wirtschaftswachstum, 2-3%, das ist exponentiell pro Jahr, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ein absolutes Ding der Unmöglichkeit, das können Sie einem Grundschüler in der 2., 3. Klasse erklären, dass das nicht geht auf Dauer. 10 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre, aber auf Dauer nicht, völlig unmöglich. Firmen haben Gewinnorientierung, sie müssen ihre Gewinne maximieren, sonst haben sie an der Börse keinen Platz. Es gibt globalen Wettbewerb, es gibt exzessives Konsumstreben. Das System basiert darauf, dass alle Menschen jedes Jahr mehr ausgeben und mehr sich anschaffen als im Jahr zuvor. Und wir haben dazu einen exorbitanten Ressourcenverbrauch. Das ist alles nichts Neues. Das sind die Rahmenbedingungen unseres Systems. Und die führen uns, wie wir jetzt jeden Tag und jede Woche in den Medien hören können, zu enormen Problemen. So, jetzt meine These. Wir sind vielleicht evolutionär nicht gut gerüstet, evolutionär, uns über die Zukunft überhaupt viele Gedanken zu machen. Zukunft Gedanken machen heißt, wir müssen eigentlich überlegen, was kommt dabei raus, was wir heute tun in 10, 20, 30, 50 Jahren. Das machen jetzt Wissenschaftlerteams natürlich ganz, ganz ausgiebig in der Klimaforschung, in der Forschung der Artendiversität. Da sind natürlich Hochschulen und große Szenarien und Kongresse im Gange, die das versuchen vorauszuberechnen und der Politik dann so Tipps zu geben. Ich rede aber von uns. Von uns normalsterblichen Menschen. Wenn ich Ihnen sage oder ein anderer Fachmann Ihnen sagt, vielleicht schaffen wir es nicht bei 1,8 Grad Temperaturerhöhung in 30 Jahren zu landen, sondern bei 1,9, dann sagen Sie intuitiv, naja, so viel schlimmer ist das auch nicht. Ein Zehntel Grad, da wird die Welt nicht von untergehen. Aber dieses eine Zehntel Grad ist enorm schlimmer. Enorm katastrophaler als 1,8 Grad. Und nochmal 10% mehr ist enorm schlimmer. Das ist eine Denkweise, die wir nicht drauf haben. Wir haben einfach nicht drauf. Da muss sogar ich mich anstrengen oft und sagen, mal langsam, das ist kein linearer Prozess, sondern ein exponentieller Prozess. Und da kann es zu Brüchen kommen. Da kommen wir drauf. Also Zukunft war nicht wichtig in unserer Evolution. Die Steinzeitmenschen, und das ist 98-99% unserer Vergangenheit, die Steinzeitmenschen haben an heute Nachmittag ans Abendessen gedacht, einen Unterschlupf gedacht, und wenn das nicht vorhanden war, haben sie sich kurz besprochen, wenn überhaupt, und sind morgen weitergezogen. Was nächste Woche, nächstes Jahr war, war nicht in den Köpfen drin. Das ist evolutionär womöglich in unserem Gehirn nicht ausgeprägt angelegt. Dann erlaubt sich die Frage, die drängt sich dann auf, können wir dieses System, was wir haben und diese Welt, in der wir leben und die Komplexität, die wir vor uns haben, können wir da überhaupt noch umschwenken? Geht das überhaupt noch? So, das waren mal so die Grundfragen, die ich in den Raum stellen wollte. Wir kommen darauf zurück, auf einige wichtige. Und ich bringe Ihnen jetzt mal positiv, damit Sie nicht ganz unter den Tisch rutschen, einige sehr, sehr vielversprechende Ansätze aus der Medizin und der Biologie, die die nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen werden und damit auch unsere Evolution medizinisch bestimmen werden.
vier große Komplexe sind das. Synthetische Biologie, vielleicht haben Sie es noch nicht gehört. Genetik haben Sie ganz bestimmt gehört, spreche ich drüber. Dann Medizintechnik und über die Nanomedizin. Die vier Großbereiche möchte ich mal ausleuchten. Fangen wir mit synthetischer Biologie an. Was ist das? Das ist eine Ingenieurwissenschaft, eigentlich ganz ähnlich wie die Chemie heute ist. Ein Chemie versucht heute aus den Bausteinen, die wir in der Chemie haben, neue Bausteine und neue Stoffe und neue Farben und neue Leime und Verbundstoffe herzustellen. Und das macht die synthetische Biologie auch. Die hat kleine biologische Einheiten, schafft sich die da, Bricks, komme ich gleich drauf, und dann kann man neue biologische Landschaften bauen, neue chemisch-synthetische Einheiten herstellen. Zum Beispiel Impfstoffe. Ja, haben wir ja genug gehört die letzten 2 Jahre. Und das ging ruckzuck, bis man diesen RNA-Impfstoff hatte. Ja. Für mich viel interessanter war Insulin. Ich bin nämlich Diabetiker, schon seit 55 Jahren. Und dann durfte ich so als Bub mit 10 Jahren mit so einem Rinderinsulin rumlaufen. Ich hatte das Glück, dass ich nicht allergisch war gegen dieses Rinderinsulin. Viele Optionen hätte es da nicht gegeben. Aber seit Mitte der 90er Jahre gibt es synthetisches Insulin. Das wird hergestellt von Bakterien, von E. coli-Bakterien, in riesengroßen Silos wird das hergestellt. Und das kann der Körper, mein Körper, von dem echten Insulin überhaupt nicht unterscheiden. Das ist molekular genau gleich. Ich war einer der ersten 2.000 oder 3.000 Menschen in Deutschland, die da sofort drauf angesprungen sind. Ich habe das heute noch. Und natürlich mit synthetischer Biologie können wir auch Gene maßschneidern und verändern. Stellen Sie sich das so vor, wie so Legosteine, ja, da haben Sie einige Moleküle und die setzen sich jetzt neu und anders zusammen und dann gibt es ganz neue Möglichkeiten für Gewebe im Körper, für Pflanzen, für ganze Organe, die man anders zusammensetzen und zusammenbauen wird in Zukunft. Und diese Datenbanken gibt es schon, da sind Millionen von Einheiten drin. Wenn Sie chemisch gut drauf sind, könnten Sie sich da anmelden an so einem Labor und sich solche Biobricks, so heißen die, schicken lassen mit der Post und dann da anfangen zu forschen. Das in aller Kürze zur synthetischen Biologie. Näher dran sind Sie wahrscheinlich als Zuhörer an der Genetik. Hier passiert Unglaubliches. Eine echte totale Jahrhundertentdeckung war im Jahr 2012, exakt gestern vor 10 Jahren, es kam in den Nachrichten, die Entdeckung von CRISPR. CRISPR, eingedeutscht, umgangssprachlich, ist eine sogenannte Genschere. Was macht man denn mit einer Genschere oder DNA-Schere? Erstmal die beiden Damen hier honorieren, die das entdeckt haben, die Jennifer Doudna aus Kanada, links im Bild, und die Emmanuelle Charpentier, eine Französin. Sie arbeitet bei einem Max-Planck-Institut in Deutschland. Ich glaube, sie war die jüngste Nobelpreisträgerin im Jahr 2020, als hierfür der Nobelpreis vergeben wurde. Die beiden Damen haben unabhängig voneinander daran geforscht, kann man aus unserer wahnsinnskomplexen, langen, 3 Milliarden Buchstaben langen DNA da ein Stück rausschneiden, was vielleicht nicht der Norm passt, und durch ein anderes Stück ersetzen. Ich will es mal da zeigen, an dieser schönen Folie. Die ist gut. Auf der linken Seite haben Sie einen ganz kleinen, grafisch vereinfachten Ausschnitt aus unserem Spindelapparat von dieser DNA. So, und da sind einige rot und einige blau. Die blauen wären jetzt eine Mutation. Dieser Patient, dieser Mensch hat vielleicht eine Mutation, die zu einer tödlichen Krankheit führt. Dann sagt man natürlich, Mensch, wenn wir gut drauf sind, erkennen wir das schon im Embryo. Und dann schneiden wir das Blaue raus mit diesem Mechanismus von CRISPR, mit dieser Genschere, und ersetzen es durch die ordentlichen, nicht mutierten Abschnitte in der DNA und setzen die da wieder rein. Klingt einfach zum Verstehen, aber ist ziemlich kompliziert, das wirklich präzise auszuführen. Das können Sie natürlich jetzt machen am Erwachsenen und Sie können es machen am Embryo. Nehmen wir mal Erwachsene, er hat hier Hautkrebs auf der Hautzelle, dann nehme ich halt andere Hautzellen von einem anderen Stellen im Körper, da habe ich gesunde Zellen, und setze die da ein, wo die Mutation vielleicht war. Oder verändere die mutierten Zellen im Soma, also im Erwachsenen. Die aufsehenserregendste Geschichte war dieses Jahr, Anfang dieses Jahres, da wurde ein Schweineherz transplantiert in einen Menschen, einen Herrn.
glaube, er ist jetzt mittlerweile gestorben, spielt aber insofern keine Rolle, als hier massiv weiter geforscht wird. Und was haben die gemacht? Die haben in einem Embryo, von einem Schweineembryo, das Herz genommen, das ist vielleicht so groß wie ein Stecknadelkopf, haben das genetisch so verändert, dass die Oberfläche von diesem Herzen, das ist eine Fettschicht auf der Muskulatur, dass die nicht mehr in der Art Fett war, sodass unser Körper dieses später erwachsene Schweineherz, was man im Labor hat wachsen lassen, das wurde ihm eingesetzt und unser Immunsystem erkennt es nicht mehr als Fremdprodukt. Genau das will man, dass es nicht als Fremdkörper angesehen wird und dass es ordentlich arbeitet. Das wird man sicherlich serienmäßig hinbekommen, wenn nicht dieses, dann nächstes oder übernächstes Jahr. Das ist ein ganz großes Forschungsfeld, denn dann hätten wir das Problem des Organmangels in einer gewissen Weise mal behoben. Aber auch an Krebs und Malaria wird geforscht. Aber da ich Evolutionsbiologe bin, interessiert mich natürlich, was kann man denn mit so einem Embryo machen? Ja? Embryo ist kritisch. In Deutschland gibt es ein Embryonenschutzgesetz, da geht gar nicht viel. Aber in England ist das etwas lockerer, in Großbritannien, in den USA ist das auch lockerer. Es gibt kein bundesweites Gesetz in den USA, das an Embryonen nicht geforscht werden darf, aber einige Staaten haben schon solche Gesetze. Und das EuGH-Urteil von 2018 hat mal ganz grundsätzlich gesagt, was CRISPR Veränderungen von Pflanzen angeht, geht gar nicht. Das sind genetisch veränderte Pflanzen, die wollen wir hier nicht haben. Da war ein ziemlicher Riegel vorgeschoben. Andere Länder machen es wieder. Ja? Also hier wird geforscht. Nehmen wir mal eine ganz konkrete Krankheit, damit Sie verstehen, was da für Chancen drin sind mit dem CRISPR. Diese Krankheit ist Muskeldystrophie. Muskeldystrophie ist eine Scheißkrankheit, wenn ich es mal so formulieren darf. Eine einzige Mutation eines einzigen Buchstabens in der gesamten DNA ist verändert und das Kind im Kleinkindalter fängt an, man Muskelschwäche wird immer stärker, die Muskelschwäche, mit 10, 12 Jahren kann er nicht mehr stehen, mit 16, 18 kann er nicht mehr kauen und die Lippen und die Augenlider bewegen und stirbt eines jämmerlichen Todes. Eine vererbbare Krankheit durch einen einzigen falschen Buchstaben in 3 Milliarden Buchstaben DNA. Einer. Und da will man natürlich sagen, Mensch, den einen Buchstaben, diesen kleinen Abschnitt, den werden wir doch wohl rauskriegen und durch einen anderen ersetzen können im Embryo, sodass der ganze Körper, der ganze Organismus dann die richtigen Gene produziert. So, jetzt sagen Sie natürlich, viele Leute und Ethikleute sagen natürlich, es geht überhaupt nicht, wir werden nicht zulassen, dass man am Menschen rumbastelt, auch wenn es so eine schlimme Krankheit ist. Aber Sie müssen einmal die Eltern von so oder Menschen sehen, die sich ein Kind wünschen und einer der Eltern hat diese Muskeldystrophie und würde das an sein Kind vererben. Der sagt natürlich, ich habe ein Recht darauf, ein Kind zu kriegen, was gesund ist. Verdammt normal, das will ich. Und dann kann man, wenn das zuverlässig erprobt ist, das bitte mit meinem Kind so machen. Müsste man natürlich künstliche Befruchtung machen und dann im Labor sich die frühen Eizellen, die Befruchteten anschauen und dort die Mutation ersetzen. Andere Fortschritte bei CRISPR waren bei Korea Huntington, da ist noch nicht allzu viel gemacht, aber auch eine Punktmutation und jemand hat einen Gehirnschaden und stirbt an diesem Gehirnschaden nach vielen Jahren der Qual. Eine ganz typische Ein-Punkt-Mutationskrankheit, die man mit CRISPR wegkriegen will. Multiple Sklerose ist wieder auch so ein Thema. Dann gibt es natürlich Anstrengungen in der Krebsbehandlung. Und es ist natürlich auch vorgekommen, gehäuft, dass man nicht exakt die Stelle gefunden hat beim Rausschneiden im Labor. Das geschieht übrigens durch ein Enzym, ja, nicht mit einer richtigen Schere, sondern durch ein komplexes Enzym, was Bakterien verwenden. Die setzt man genau auf diese mutierte Stelle an, schneidet das raus und ein anderes Teil vom Enzym setzt die richtige Stelle ein. Und wenn das nicht ganz genau exakt passiert, dann ist das Chaos komplett. Ist alles passiert. Deswegen ist hier viel Forschung dran, dass man genau die richtige Stelle trifft. Und ich habe schon erwähnt, die Schweineherztransplantation. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, 2018 sind Zwillinge auf die Welt gekommen in China und die waren genetisch manipuliert. Der junge Arzt, der das gemacht hat, wollte erreichen, dass diese Kinder HIV-resistent sind. Nämlich der Vater hatte eine Mutation, die ist vererbbar und dann hätten die Kinder auch leicht HIV bekommen können. Und dann hat man das geändert, dass die Zellen
dass das Virus an die Zellen nicht leicht rankommt. Das hat die Wissenschaftsgemeinde total verängstigt und die waren auf der ganzen Welt aus einem Rohr gegen diese Vorgehensweise und haben einhellig gesagt, es ist zu früh, sowas zu machen. Wir wissen nicht die Konsequenzen. Machen wir was gut und gleichzeitig was kaputt. Also da war ein Riesentrohabohu und der Arzt war dann 6 Monate später im Gefängnis. Nichtsdestotrotz wird die Welt unserer Kinder eine CRISPR-Cas-geprägte Welt sein. Das sagte Peter Dabrock, Vorsitzender des Ethikrats 2016. Und das können Sie heute vielfach in anderen Aussagen von anderen Menschen hören. Es wird die Welt umwerfen und ummodeln, wenn ich so formulieren darf. So, jetzt gehen Firmen in Amerika so weit. Verlassen wir gerade mal CRISPR. Gehen so weit, dass sie sagen, wir können eine befruchtete Eizelle, wenn das im Labor gemacht wird, so genau analysieren mit einer DNA-Analyse, dass wir euch, liebe Eltern, sagen können, mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit, der wird musikalisch, der wird Cello spielen können, der wird sportlich, der wird weiß ich was noch alles. 80, 90 Vorhersagen. Damit verdient diese Firma 23andMe, heißt die zum Beispiel, verdient ein Höllengeld und Eltern glauben, dass das so funktioniert und dass ihre Kinder und die Begabung ihrer Kinder vorausgesagt werden kann. Und wenn das Ergebnis dann noch heißt, es wird mit 60 Jahren mit einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit Diabetes 2 Patient sein, dann kann man ja sagen, gut, dann verwenden wir diese Eizelle nicht. Nehmen wir halt eine andere. Dieser Markt existiert in Amerika. Sie können auf diese Internetseiten gehen, die schauen total seriös aus. Da tauchen Menschen mit weißem Kittel auf und die Visionen, die dort vorangetragen werden, sind unfassbar. Ja? Der Vorstand der BGI Group, das ist eine große Genlabor, ein mehrere tausend Mann starkes Genlabor in Peking, hat es formuliert, there is a sky above the sky. Also mit dem, was wir hier alles machen können, mit genetischen Veränderungen und Analysen, können wir die Welt neu aushebeln. Die Firma MapMyGene schreibt auf ihrer Internetseite, können Sie draufgehen, ich habe es übersetzt, steht wortwörtlich, entdecken Sie genetische Variationen, die zu Intelligenz, Persönlichkeitsmerkmalen, sportlichen Leistungen, musikalischen, sprachlichen, tänzerischen, zeichnerischen und so weiter Fähigkeiten beitragen. Die Planung für die Ausbildung unserer Kinder war noch nie so effizient und so kostengünstig. So werden Menschen verarscht und betrogen. Das ist seriös, das können Sie kaufen, es ist zugelassen in Amerika, aber wir sind nicht so weit. Wir wissen heute nicht, welche Gene, das sind wahrscheinlich 7000 unserer 21.000 Gene, die irgendetwas mit unserer Intelligenz zu tun haben. Wir können nicht sagen, wir haben die 2, 3 gefunden und die knipsen wir an oder die verändern wir und dann hat der IQ von 140 statt von 100. So funktioniert das nicht. Aber den Leuten wird das so vorgemalt und das ist eine ganz böse Sache, muss ich mal so deutlich sagen. Ich hoffe, ich kriege keinen an den Latz, wenn ich das hier so deutlich sage. Also wir sind heute nicht so weit, weit Meilen entfernt davon. Aber es wird vermarktet, es wird Geld damit gemacht. Das können Sie mal das anschauen. Was würden Sie wählen in einer Welt, in der Geist und Körper aufgerüstet und erweitert werden können? Was würden Sie tun, wenn sich Ihr Kind darüber beklagt, dass die anderen technisch aufgerüstet sind, es selbst aber nicht? Es gibt ein paar Möglichkeiten. Sie können sagen, mir ist egal, was andere Eltern mit Geist und Körper ihrer Kinder veranstalten. Wir lieben dich so, wie du bist und nun geh und putz dir die Nase. Die zweite Möglichkeit wäre, dass sie ihr Haus mit einer neuen Hypothek belasten, damit sie in dieses Erweiterungswettrüsten einsteigen können. Denn einen anderen Weg mitzuhalten gibt es nicht. Schon in 20 Jahren könnten Sie vor der Entscheidung stehen, ob Ihr Kind ein Cyborg werden soll. Oder Sie riskieren, dass es außen vor bleibt. Aber sollten Sie sich für eine Erweiterung entscheiden, was würde dann auf dem Spiel stehen? Ja, soweit mal. Ich sagte, wir sind nicht so weit. Aber die Forschungen und die Märkte drängen in diese Richtungen, Umsätze zu bekommen, Kunden zu bekommen in Millionenzahlen. Und dann wird ein Wettbewerb entstehen in dieser Art, wie es hier sehr visionär vorgemalt wird. Anders ausgedrückt, aus einem anderen Blickwinkel, wer die Kohle hat,
kann dann vielleicht schon sein Kind aufrüsten und wer die Kohle nicht hat, der kann es vielleicht nicht. Langfristig, 30, 40 Jahre, werden wir umfangreiche Enhancements unserer natürlichen genetischen Ausstattung erleben. Wir werden das erleben. Das betrifft das Aussehen, Intelligenz, Sportlichkeit, Gesundheit, Ausdauer, emotionale Stabilität. Das ist für Firmen wichtig. Die wollen keine Mitarbeiter, die jojo-mäßig rauf und runter fahren, wenn es Stress gibt. Und Altern, Prozess, alles das wird genetisch versucht, dass man es in den Griff kriegt. So viel zur Genetik. Hier ist Zündstoff für unsere Evolution in großem Umfang. Kurz noch zur Nanomedizin, oder ich werde die jetzt einfach mal kurz überspringen, sonst werde ich zu lange schreiben. Machen wir mal Medizintechnik. Medizintechnik ist also etwas, was ich am erwachsenen Menschen ansetze, damit der leistungsfähiger wird oder ein Organ oder eine Extremität wieder funktioniert. Eine Maschine-Mensch-Kombination. Man kann damit auch unheilbare Krankheiten oder Verletzungen kurieren. Und zuletzt adäquater Ersatz fehlender Körperteile. Das zeige ich Ihnen jetzt mal im Film gleich. Es geht um Gehirnimplantate, um Herzschrittmacher oder Insulinpumpen. Eine solche habe ich dabei, da sage ich gleich noch mehr dazu. Und dann werden Sie mal sehen, wo die Technik heute gelandet ist. Irgendwo ist sie mir weggerutscht, ich hole die gleich. So. Machen wir mal diese Handprothese. Das ist eine Handprothese, computergesteuert. Das modernste, was es auf dem Weltmarkt gibt. Ich möchte es ein bisschen erläutern, weil der Mann schnell Englisch spricht. Eine Armprothese. Sie sehen eine Frau, die hat den Oberarm durch einen Unfall hier abgetrennt. Sie bekommt eine Manschette hier an den Arm und die Manschette steuert die Prothese, die im Film an einem Gerüst hängt, an einem Ständer hängt. Natürlich hat sie die Prothese dann am Arm dran, aber er zeigt ihr, dadurch, dass er an den Fingern manipuliert und fragt, ob sie das spürt, zeigt er, dass diese Berührungen eines technischen Gerätes bei der Frau im Gehirn landet und dass sie das spürt und dass sie den Schmerz spürt. Schauen Sie sich das an, das sind Sensoren. Wir haben 100 Millionen Sensoren auf der Hand, nur mit einem kleinen Unterschied zwischen Technik und Biologie. Also einige 100.000 Dollar, haben Sie verstanden, aber wenn das in Serie geht, wird das natürlich günstiger. Ja, also so ist der Stand heute und mit so einer Prothese wird man Eier schälen und Apfelsinen schälen können in kurzer Zeit von heute. Das lasse ich auch mal weg und rede mal kurz über Diabetes. Und ich selber bin Diabetiker, habe das mit 10 Jahren bekommen, vor mehr als 50 Jahren und hatte einen Schuss Insulin morgens und der reichte 24 Stunden. Und über den Rest des Tages musste ich mit strengster Diät minütlich anpassen und die Essenszeiten streng einhalten. Das war scheiße auf Deutsch gesagt. Heute habe ich ein komplett gesteuertes Computersystem. Die komplette Steuerung der Bauchspeicheldrüse läuft über mein Handy. Ich habe das seit 4 Wochen. Das Handy kommuniziert mit einem Sensor, den ich hier am Arm habe. Der sendet die Signale minütlich von Blutzuckerwerten und die Insulinpumpe ist im Hosensack und er macht die Insulinabgabe und sendet das an die Pumpe und dann habe ich eine Feinjustierung, wie ich es mir jetzt im Moment besser und feinjustierter nicht vorstellen könnte. Das gibt es jetzt seit 4 Wochen. Die App auf dem Handy ist von der Universität Cambridge, das Handy ist von Samsung, die Pumpe ist von MyLife Ipsopump in der Schweiz und der Sensor ist von einem amerikanischen Hersteller, also von jedem Beteiligten das beste technische Produkt auf dem Markt. Das ist moderne Medizintechnik. Ich kann essen oder auch nicht essen, wenn ich hier länger einen Vortrag brauche, macht das gar nichts, stellt automatisch die Pumpe ab, ist alles ziemlich automatisiert. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil meines Vortrags, nämlich zu dem Kulturellen und zu dem Geistigen, was passiert denn so mit unserem Geist, mit unserem Zusammenleben und wer sagt darüber was aus? Es gibt eine Bewegung, eine philosophische, die heißt Transhumanismus. Transhumanismus. Und da sind Leute dabei, die haben Sie schon gehört, die stelle ich Ihnen gleich vor. Was will der Transhumanismus? Er will intellektuell, physisch, physikalisch und psychologisch uns verbessern und alle diese Begrenzungen, die wir aus der Sicht des Transhumanismus haben, zu Ende bringen und das mit Meilensteinen und in großen Sprüngen überwinden. Wir sind dem Transhumanismus, so wie wir heute gebastelt sind, alles andere als gut genug.
Techniken werden also bejaht, die alle diese Vorhaben unterstützen. Wir werden nicht mehr unterscheiden können, wenn es nach den Transhumanisten geht, zwischen realer und virtueller Welt. Ich kann Sie heute schon in eine Umgebung bringen, dass Sie virtuell im Grand Canyon spazieren gehen und nicht unterscheiden können, ob das echt ist oder nicht. Mein Sohn hat jetzt so eine Brille vor 4 Wochen gehabt. Ich war im Grand Canyon, ich konnte überall schauen. Da ging es steil runter und rauf und ich bin immer sogar schwindlig geworden. Er hat 3x3 Meter abgesteckt bei mir im Wohnzimmer. Da konnte ich mich bewegen und die Perspektive hat sich sekündlich verändert und Geräusche im Hintergrund. Also das sind nur die einfachsten Anfänge, wenn Sie die entsprechenden Rechner dafür haben und die Internetverbindung das zulässt. Das sind die einfachsten Schritte, die jetzt ganz, ganz groß kommen werden. Das hat man schon vor einigen Jahren davon geredet, aber jetzt sind die Rechner eigentlich da und die Firma Facebook mit Meta wird uns das vormachen, dass sie in der Fifth Avenue in New York spazieren gehen und sie sind real dort und geben in 10 Minuten irgendwelche 1.000 oder 5.000 Euro aus und merken da gar nicht, dass sie gar nicht dort waren. Also das kommt. Reale, virtuelle Welt. Mensch, Tier wird verschwinden. Ich habe vorhin gesagt, Schweineherz im Menschen. Solche Sachen werden kommen und werden uns vor Krankheiten ja auch schützen oder Krankheiten beheben. Mensch, Maschine, habe ich Ihnen ein schönes Beispiel genannt, an mir selber. Ich bin so ein Cyborg, wenn Sie so wollen. Ja. Das ist der berühmteste Transhumanist der Welt, Ray Kurzweil. Er ist Chefideologe und Technikchef bei Google. Und er hat die größten Visionen aufgebaut, wie der Mensch sich entwickeln wird, bis er eigentlich nur noch virtuell besteht. Vor allem hat Ray Kurzweil vorausgesagt, dass wir im Jahr 2045 unsterblich sein werden. Immortality by 2045. Sehr bekannter Mann, hat 2 ganz große Bücher geschrieben. So, wir müssen uns aber näher beschäftigen, wenn wir diese Zukunft schauen, mit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz, haben Sie alle schon gehört, kommt auf uns zu mit Riesenschritten und ich sage es mal einfach so, es wird alles, aber wirklich alles umfassen, was Sie in die Hand nehmen, über was Sie nachdenken, mit was Sie sich beschäftigen, alles wird in irgendeiner Form mit künstlicher Intelligenz erstellt sein oder künstlich mitgesteuert sein. Entweder ist künstliche Intelligenz Software, die sich selbst schreibt, so hat einer definiert, und selbst verändern kann das, was sie geschrieben hat, oder ist auch eine Software, die die Fähigkeit hat, komplexe Ziele zu erreichen. Das geht heute nicht. Eine Software können Sie nicht sagen, auf komplexe Ziele ansetzen. Also machen wir mal ein optimales Verkehrssystem für die Stadt München. Also das ist weit, weit weg von dem, was wir heute Maschinen übertragen können. Aber das wird es in Zukunft wahrscheinlich in der Form geben. Heute ist KI nichts anderes. Heute, Stand heute, als Mustererkennung. Muster, also KI-Software kann Bilder gut erkennen, kann und alle, wie viel sind es, 1,1 Milliarden Chinesen auseinanderhalten und weiß von jedem die Lebensgeschichte und erkennt den von rechts und von links und von unten, wenn der über die Ampel geht, der Xi Wang oder wie er immer heißt. Und Gesichtserkennung ist ein ganz großes Thema. Melodien können, da gibt es ja eine App, da kann man 2 Sekunden laufen lassen, da sagt der 3. Satz der 6. Symphonie von Beethoven, überhaupt kein Problem für KI-Software. Oder Spiele oder Sprache, das sind so die Domänen, wo es heute sich abspielt. Aber letztlich sind alles Muster, was wir machen. Alles, was wir im Tagesverlauf machen, wenn Sie einkaufen gehen, gehorchen Sie einem Muster. Wenn Sie die Zähne putzen, alles sind Muster und alles kann mit KI hinterlegt, analysiert und möglicherweise verbessert werden. Mustererkennung. Toby Walsh hat ein tolles Buch geschrieben über KI und das Buch heißt It's Alive in deutscher Sprache. Und er sagt, KI wird für das Menschenbild vergleichbare Auswirkungen haben wie die kopernikanische Wende. So, wenn wir jetzt aber sagen, Maschinen werden sich uns nähern, werden mit uns verschmelzen, Maschinen werden uns vielleicht mal irgendwann ablösen, dann müssen wir mal so die Frage stellen, ja, können Maschinen überhaupt kreativ sein? Können sie ein Bewusstsein entwickeln irgendwann? Können sie Gefühle haben? Können sie lieben oder hassen? Können solche Sachen mit dabei sein oder können die einfach nur Muster erkennen und bestimmte Aufgaben lösen? Wenn sie das alles können oder zumindest vortäuschen zu können, dann wird es für uns natürlich eine andere Zukunft sein und dann werden wir mit Maschinen so eng zu tun haben, dass das auf unsere eigene Evolution enorm zurückwirkt. Das war die Entwicklung der KI in den letzten 40, 50 Jahren.
Gesprochen von KI hat man schon 1960, 70, da waren große Kongresse und die haben Riesenversprechungen gemacht. Ich selbst bin 1980 in die IT-Branche eingetreten, da war das überall Thema KI, KI, aber die Rechner waren nicht da. Man braucht riesige Datenmengen bei KI, das war alles nicht da, aber wie was da rauskommen könnte, hat man schon ziemlich theoretisch durchdacht. Das war also die sogenannte Enttäuschungsphase, man wusste nicht, wie es weitergeht, aber dann hat man gedacht, es geht immer so weiter, so langsam und dann wird halt schon mal irgendwas kommen, so eine lineare Entwicklung hat man sich gedacht. Tatsächlich sind wir aber jetzt hier und es passiert jetzt enorm was, exponentiell, und es wird so weitergehen, mit enormen Schritten, exponentiell, nicht linear. Also ist ein Überraschungseffekt durch diese exponentielle Entwicklung eingetreten. Schauen Sie mal, das war ein 5 Megabyte Hardware-Speicher im Jahr 56. Das Ding hat einige Millionen Dollar gekostet. Mit Mühe und Not kriegen die das hier in den Lastwagen rein. Mit Mühe und Not, und im Rechenzentrum musste das unglaublich klimatisiert sein und gekühlt sein, damit es überhaupt eine Stunde am Laufen gehalten werden könnte. 5 Megabyte. Heute habe ich nicht 5 Megabyte, sondern 128 Gigabyte Datenrate. Das ist das 25.000-fache. Das haben Sie gar nicht so mitbekommen. Gell? Es ist immer gesagt worden, ja, die Rechnerkapazitäten, die verdoppeln sich und so, aber es ist so, geht hier rein und da wieder raus. Ja? Aber das ist das 25.000-fache wie in der Zeit, als ich klein war. Und zum 25.000 Mal weniger Platz. Auch noch dazu. 128 Gigabyte auf dem Handy. Das ist ein Beispiel auf dem Handy, eine Applikation, ein sogenannter Turing-Test. Der Turing-Test ist ein Test, dass eine Applikation mit jemandem spricht, eine Maschine spricht mit einem Menschen, und Außenstehende müssen beurteilen, spricht eine Maschine oder sprechen zwei Menschen miteinander. Der Turing war einer der cleversten Mathematiker des 20. Jahrhunderts und er hat sich nicht die Mühe gemacht zu definieren, was Intelligenz ist. Er hat gesagt, lass doch den Test, lass doch die Menschen entscheiden, was Intelligenz ist. Und ich habe mir diese App da, die heißt Meet Mitsuku, aufs Handy runtergeladen und habe mit ihr gesprochen. Letztes Jahr habe ich das gemacht. Mal schauen, ob ich hier den Text habe. Ich glaube, ich habe nicht. Schau mal gerade, lassen Sie mich mal gucken. Ah ja, ich gebe es Ihnen mal wieder, es war auf Englisch, ja. Habe ich gesagt zu ihr, hallo, ich bin der Axel, und wie heißt du? Und dann sagt sie, hallo, ich bin die menschliche gespeicherte KI, die erste der Welt. Und dann sage ich, hallo Mitsuki, ich bin der Axel. Dann sagt sie, mein Name ist nicht Mitsuki, ich heiße Mitsuku. Okay, gut, hallo Axel. Entschuldigung Mitsuku, erzähl mir mal, ich bin aber gleich 10 Meter weit gesprungen und habe nicht gesagt, wie hoch ist der Mount Everest und wo ist der Amazonas, das spuckt die nur so raus. Da können sie eine halbe Stunde mit ihr diskutieren, die weiß alles. Was im Internet steht, weiß sie. Aber ich habe gesagt, komm, sag mir doch mal, was Schmerz ist. Wie fühlt sich Schmerz an? Oder Liebe? Sowas sind interessante Sachen. Da kommen Sie auf den Punkt. Da sagt sie, es gibt keine Notwendigkeit, sich zu entschuldigen, Axel, sagt sie zu mir. Ja, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich da runterrutsche. Gibt keine Notwendigkeit, du musst dich entschuldigen, weil du meinen Namen falsch gesagt hast. Ein Gefühl der Verletzung oder starken Beschwerden in einem Teil des Körpers. Also, Schmerz ist ein Gefühl der Verletzung oder starken Beschwerden in einem Teil des Körpers und so weiter. Bla, bla, bla. Kann man wunderschön aus Wikipedia ablesen. Das wollte ich aber nicht hören. Ich sage, was war denn der stärkste Schmerz, den du hattest? Fragen Sie nach meinem, dann sage ich, ja, ich meine, was war der heftigste Schmerz, den du je ertragen musstest? Ah, ich verstehe, sagt sie, also so redet man mit einer Maschine. Ah, danke, sagt sie, wo ist es? Danke, dass du es erklärt hast, ich denke, es ist eine Krawatte. Und dann hatte ich sie, ja. Jetzt ist sie ausgestiegen, also über den Schmerz, den sie fühlt, das kann sie ja nicht fühlen und Liebe auch nicht und Hass auch nicht. Und da hatte ich sie dann, ja. Aber wenn Sie das nicht wissen, in welche Richtung Sie fragen müssen, dann können Sie eine Stunde lang reden und Sie würden nicht leicht entscheiden können, ob da eine Maschine oder ein Mensch redet. Das ist Stand letztes Jahr gewesen. Das ist wahrscheinlich schon wieder 3 Versionen besser. Jetzt sagt man ja immer, und deswegen haben Sie wahrscheinlich auch alle gehört, Maschinen und Software-Systeme können ja nur das rausgeben, was man reingefüttert hat. Irgendwie können sie ja nur das wiedergeben, was man da hat. Aber das ist genau bei KI nicht so. KI kann durchaus Formen von Kreativität entwickeln, und das will ich Ihnen jetzt mal zeigen an einem Beispiel, an einem Spiel. Dieses Spiel kennen Sie noch, wenn Sie vor 30 Jahren jünger waren, und dann war Atari, auf einem Atari konnten Sie dieses Spiel spielen, und unten ist ein Tableau oder ein Tischtennisschläger und oben muss man diese Tabletts da abschießen. So. Und jetzt schauen wir mal, jetzt hat man dieses Spiel einer KI-Software gegeben und hat gesagt, nicht die Spielregeln erklärt.
Man hat es ihr einfach gegeben und hat es gestartet und die hat selber kapiert, wie das Spiel läuft und hat angefangen zu spielen. Jetzt entwickelt sich bei 100, bei 200, bei 400, ich weiß nicht genau, Spielen lernt die Maschine dazu und kapiert, wie das läuft. Schauen Sie sich mal das an. 100 Trainingsepisoden, da konnte sie so spielen. Ja? Schon mal ganz gut. Auf dem Level bin ich ungefähr, wenn ich gerade nicht geübt habe. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, 200. Schon mal doppelt so schnell. Da geht nichts verloren. Zack. Da wäre ich schon aus, glaube ich. Sie wahrscheinlich auch. 400 Episoden. Und jetzt kommt gleich der wirkliche Knaller. Das ist alles nur schrittweise Verbesserung. Lineare, schrittweise Verbesserung. So, was passiert jetzt? 600 Trainingsrunden. An diesem Punkt findet die Maschine die beste Strategie des Tunnelings. Des Tunnelings, ja? Sie kapiert, dass ich da links durchtunneln muss und dann, Achtung, los, jetzt ist der Ball oben und jetzt geht das Ganze viel schneller ab, ja? Und das hat sie kapiert. Kapiert in Anführungsstrichen, aber sie sieht, da läuft was ganz anderes ab und schießt immer den Ball jetzt da hoch, ja? Was uns nicht gelingen würde als Menschen, da muss man schon sehr virtuos sein. Aber die Maschine hat gelernt, eine andere Strategie anzuwenden und besser zu spielen durch die neue Strategie. Also das kann man durchaus als Kreativität und als Dazulernen bezeichnen, denn das ist diesem System nicht programmiert worden. Ja. Das lasse ich jetzt mal weg. Und ich sage mal, einen Überblick über künstliche Intelligenzen kann man so darstellen. Ganz unten rechts sind sogenannte schwache KI-Systeme. Das ist typischerweise der Navigator im Auto, falls der KI gesteuert ist, oder die Musiksoftware, die Melodien erkennt auf ihrem Rechner. Die können eine bestimmte Sache, Schach spielen oder das mit dem Atari, eine bestimmte Sache, aber keine andere Sache. Das ist 99% dessen, was heute auf dem Markt ist. Der nächste blaue Kasten ist Artificial General Intelligence. Also da reden wir über allgemeine KI, die halt mehrere Sachen gleichzeitig kann. Viele Sachen gleichzeitig. Zum Beispiel ein Roboter, der laufen kann, Treppen steigen kann und Schach spielen kann. Ja, da haben wir schon zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und eine Superintelligenz ist eine Intelligenz, die über das durchschnittliche menschliche gesammelte menschliche Intelligenzniveau hinüber reicht und mehr kann, als wir können. Und eine ganz starke KI, das Rote, wäre dann eine Maschine, die auch zumindest mit Schmerzsignalen, mit Gefühlsimpulsen umgehen kann, letztlich solche Sachen spürt und auch ein Bewusstsein hat. Da sind wir meilenweit weg davon, aber es gibt immerhin heute schon 10.000, 11.000 Artikel über starke KI-Systeme. Das ist ein Thema in der Wissenschaft. So, heute sind Maschinen noch meilenweit davon entfernt, menschlich zu denken. Es gibt noch keine General-Purpose-Systeme, also allgemeine starke KI. Die einfachsten Aufgaben, zum Beispiel meine Schuhe zu binden oder ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen, ist enorm schwierig für ein KI-System, für einen kleinen Roboter. Da müssten Sie ihm schon sagen, das steht immer unten rechts und immer ganz vorne im Kühlschrank, hol mal das raus. Aber normal kann das ein Roboter heute noch nicht. So, jetzt kommen wir zu einer Superintelligenz. Da hat der Nick Bostrom, ein Professor in Oxford, ein Wahnsinnsbuch geschrieben, schon 2014, 15. Und dass er sagt, dass solche superintelligenten Systeme kommen werden. Und dann haben wir den Einfluss und den Sprung auf unsere eigene Evolution letztlich ganz sicher da. Nämlich lernfähige Wesen oder Maschinen mit einem den Menschen in vieler oder allen Gebieten überlegenen Intelligenz. So, das wird so ablaufen. Wir haben den menschlichen Intellekt, der hat sich nicht viel bewegt, ja, in den letzten 20, 30 Jahren. Die Summe des menschlichen Wissens, menschliches gesammeltes Wissen und die Maschinenintelligenz war bei 0 1950 und macht diese exponentielle Kurve. So, und wenn die unser Wissen übersteigt und unsere Reaktionsfähigkeit und Potenzial, alle denkbaren Fragen zu beantworten, übersteigt, haben wir es mit diesem Singularitätspunkt zu tun. Und hier ist der Transhumanismus zu Hause, der diese Welt hier voraussagt, die jenseits unserer intellektuellen Welt ist. Und dann ist
an diesem Punkt ist diese sogenannte Intelligenzexplosion. Das heißt, wenn die Maschinen so klug sind wie wir, dann können sie gegenseitig von sich lernen. In Millisekunden. Die eine in Korea, Südkorea, von der in Deutschland und die in Deutschland, von der in den USA, können sich gegenseitig befruchten und sich hochtreiben, exponentiell. Und dann haben wir die sogenannte Intelligenzexplosion. Das wird schon vielfach diskutiert. Dann hätten wir einen Medizinstudium, meine Dissertation, ich habe 8 Jahre gebraucht dafür, habe die 2018 beendet und das macht die dann in 5 Minuten. Mit all der Recherche von 600 oder 800 wissenschaftlichen Artikeln. So, und Herr Bostrom sagt, die Entwicklung einer Superintelligenz ist das vielleicht wichtigste Ereignis der menschlichen Geschichte. Vielleicht so wichtig wie das Entstehen der Menschheit selbst. Und er sagt, jetzt geht gerade nichts, wenn wir Maschinen erfinden, die alles besser können als wir, dann wäre das die letzte Erfindung der Menschheit. Klar, weil die das immer alles dann schneller können. So, bleiben wir mal ein bisschen auf dem Boden. Wir reden hier vielleicht über die nächsten 50 bis 100 Jahre, nicht 200 oder 400. Die meisten KI-Forscher heute sind gedrängt worden, eine Aussage zu machen, wie sie sich vorstellen können, wann kommt so eine Superintelligenz. Und sie sagen, in den nächsten 50 bis 100 Jahren. KIs werden, das wird kommen, alle Lebensbereiche von uns automatisieren. Sie werden medizinische Entscheidungen treffen und Operationen durchführen. Sie werden Verkehrskonzepte planen, effiziente Klimapolitik durchsetzen. Alles heute noch außerhalb des sichtbaren, vorstellbaren Bereichs, aber das wird kommen. Und es wird dann enorme Zielkonflikte geben, nämlich mit dem, was wir wollen und was Maschinen wollen und was Maschinen, worauf sie auch programmiert sind. Dann werden wir gar nicht erst erkennen, dass das, worauf sie programmiert sind, zum Beispiel Energie sparen, Energie in allen Haushalten optimieren, dass das doch nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Da wird es Zielkonflikte in jeder Minute geben. Je mehr Maschinenintelligenz, desto mehr Zielkonflikte. Spannung ist nicht ausgeschlossen. So, bis hierhin. Kein Missverständnis bitte. Maschinen können also Verantwortung erteilt bekommen, das kann man machen. Die kann ein autonomes Auto herstellen, ein autonomes Auto fahren lassen, durch die Stadt fahren lassen. In 10, 15 Jahren wird das gehen, auch wenn der Fußgänger querläuft und ein Kind querläuft. Es wird kommen. Ich kann ihr eine Staatsbürgerschaft erteilen, auch das ist schon geschehen in Arabien, in der EU. Ich kann mit der Maschine sprechen und. Ich kann die tollsten Dinge machen. Aber Turing-Maschinen, das sind die Rechnersysteme, wie wir sie heute haben mit künstlicher Intelligenz, können heute oder wohl auch nie echte Freude oder echten Schmerz empfinden, wirklich traurig sein. Sie werden nicht den Sinn von Sprache verstehen, wenn sie ein Goethe-Gedicht lesen. Und sie können die Gründe, die Hintergründe und die Gründe, wir reden nicht von Ursachen. Wenn wir etwas entscheiden, dass ich heute hier Abend hierher gekommen bin und zu Ihnen sprechen will, dann hat das einen Grund, weil ich das gerne mache, weil ich mich auf Ihre Fragen freue und. Das sind Gründe, keine Ursachen. Und das können Maschinen nicht sich vorstellen und sie können auch nicht moralisch handeln. Es sei denn, ich habe sie darauf programmiert. Aber, und das ist das große Aber, was in der Literatur viel zu kurz kommt, Maschinen werden all das bis zu unserem Wahnsinn simulieren. Sie werden uns vortäuschen, dass sie Schmerz empfinden. Sie werden uns vortäuschen, dass sie traurig sind und. Das machen sie heute schon. Sie werden lächeln, sie werden traurig sein und. Und dann haben wir keine Chance. Der normalsterbliche Mensch, der Wissenschaftler weiß, dass der Schmerz nicht so bewusst empfunden wird, wie ich ihn empfinde. Aber der normalsterbliche Bürger wird das nicht erkennen können. Wir werden nicht mehr wissen, wo wir dran sind. Und das gilt eigentlich heute schon. Das ist berühmt geworden in dem schönen Film Ex Machina mit der Ava und dem Saleb. Und sie ist die Maschine, die Ava. Sie ist im Labor gefangen und verliebt sie. Er verliebt sich in sie und sie nutzt diese vorgetäuschte Liebe nur dafür, dass sie rauskommt aus ihrem Gefängnis, aus ihrem Labor, endlich raus in die Freiheit kommt. Und er fällt drauf rein. Also alles schon vorweggenommen.
Das ist ein Nachrichtensprecher übrigens, ja, aus China. Hello, everyone. Eine Maschine. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua, the development of the media industry. Oh, der redet jetzt 10 Minuten. Eine Maschine, ja, spricht die Nachrichten. Die hat ihm auch keiner vorgelesen oder er liest auch nichts ab, sondern er sammelt sich das im Internet zusammen, was heute passiert ist, und spricht die Nachrichten. Das lasse ich mal weg und lasse sie mal durchatmen. Durchatmen. Und hier machen wir mal einen Stopp. Und ich will mal zurückkommen, dass ich Evolutionsbiologe bin und dass wir über Evolution reden. Ist das jetzt Evolution, was wir dahin, bis dahin gehört haben? Also heute haben wir ja im klassischen Schulbuchverständnis die Mendelsche Vererbung, die Grundlage der Evolution, dafür haben sich bestimmte Eigenschaften oder biologische Merkmale, und zwar genetisch, und das ist nicht zielgerichtet. Wenn ich eine Mutation habe, die vielleicht meine Intelligenz etwas verbessert langfristig, ich vererbe das, dann muss ich erst in den Folgegenerationen bestätigen, ob das vorteilhaft ist, selektiv oder auch nicht vorteilhaft oder nachteilig ist. Kulturelle Vererbung ist was ganz anderes. Kulturelle Vererbung ist zielgerichtet. Ich mache also das Internet mit Tausenden von Leuten, bauen das Internet, machen es immer schneller, immer besser. Und das ist technologischer Fortschritt und das ist zielgerichtet verbessert. Das ging schon los mit Sprache, Schrift und mit Imitieren und mit dem Internet. Das ist alles zielgerichtet. Deswegen andere Landschaft als in der Biologie. In der Biologie habe ich die natürliche Selektion auf der linken Seite und eine Fitnessanpassung. Wie gesagt, Survival of the fittest, aber nicht der stärkste unbedingt, kann auch der müdeste sein. Auf der rechten Seite habe ich kulturelle Evolution, der Mensch bestimmt die Ziele, der Mensch bestimmt, was er weltweit haben will, auf dem Tapet haben, auf dem Markt haben will, und er optimiert das und jedes Jahr kommen bessere Handys raus. So, und ob das eine Fitnessanpassung ist, ist dann erstmal gar nicht interessant. Dann sind Fehlanpassungen möglich. Fehlanpassungen sind überhaupt nicht vermeidbar. Warum nicht? Weil es schnell geht, habe ich zu Beginn gesagt. Der technologische Wandel geht schnell und eine wirkliche Anpassung an mehrere Generationen von Menschen wird gar nicht erst abgewartet. Und es ist umso problematischer, je größer diese technologische Abhängigkeit, in der wir voll drinstecken, und je schneller das Ganze, der ganze Zirkus hier abläuft. Die Industrie hätte am liebsten, dass sie alle 4 Wochen ein neues Handy kaufen. Das braucht ja gar nicht veraltet sein, kaputt sein brauchst du schon gar nicht, das schmeißen sie einfach weg, kaufen sie ein neues. Das wäre eigentlich das, was sich der Samsung so wünschen täte. Aber da kommt er ja noch nicht so ganz hin. So, jetzt kommt mal die Frage zum Schluss, was bremst uns evolutionär? Was bremst uns? Wenn ich sage, die These aufstelle, wir sind evolutionär vielleicht nicht gut ausgerüstet für das, was da kommt, dann bremst uns. Einmal, dass wir total kurzfristig denken. Uns interessiert nicht groß, was in 10 Jahren ist. Vielleicht jetzt mit der Klimafrage, weil das jeden Tag auf uns eingehämmert wird. Aber im Artenvielfalt, dass die schwindet und dass die Artenvielfalt flöten geht, das hören sie schon viel seltener. Und die wissen auch gar nicht, ob welche Ziele da gesteckt sind. Es gibt auch keine internationalen Ziele. Also da wird es schon deutlich, dass wir kurzfristig denken und dass wir keine Fähigkeiten haben, uns in so komplexen Fragen langfristig zu einigen. Kognitive Dissonanz, sagte ich zu Beginn. Wir rauchen und wissen, dass wir eigentlich nicht rauchen sollen. Wir essen Fleischkonsum, sagen aber, nee, wir sind schon gegen Tierversuche, das soll nicht sein, aber wir essen Fleisch. Ja. Also 90% der Menschen sind gegen Tierversuche und 90% der Menschen essen aber auch Fleisch. Ja. Also passt auch nicht gut zusammen. Und Flugreisen passt auch nicht gut. Und wir nehmen die Dinge völlig selektiv wahr. Wenn Sie fliegen, haben Sie eine Antwort, warum Sie jetzt doch jetzt nach Kreta geflogen sind. Sie haben eine super gute Antwort und werden Ihrem Nachbarn die dann auch so überzeugend darstellen. Weiterhin halten wir einfach an Überzeugungen fest, die wir eh schon seit 30 Jahren haben. Wir haben falsche Ängste, völlig falsche Ängste. Also jetzt nach ein paar Millionen Impfungen gibt es immer noch Impfgegner, die meinen, die RNA in dem Impfstoff, die macht was mit uns. Obwohl schon ein paar Millionen, vielleicht jetzt 100 Millionen Menschen auf der Welt geimpft wurden und alle nichts hatten, von dem RNA nichts hatten. Vielleicht haben die was anderes, aber von der RNA-Impfstoff haben sie nichts. Ja. Und die Erkennung von Wahrheit wäre ein eigener Vortrag. Ja. Wir werden immer unfähiger im Internet und mit den Medien, die heute auf uns einprallen, zu erkennen, was ist denn wirklich Fakt, wahr und was ist Krampf und was ist Fake.
Wir haben es also mit zwei Dingen zu tun. Wir haben es gar nicht nur mit der Vernunft zu tun, sondern unser Denken, unser tagtägliches Verhalten in der Evolution ist auf Vernunft und auf Intuition gebaut. Intuition brauchen wir jeden Tag. Sie können nicht jeden Tag eine Wahnsinnsliste machen, was kaufe ich ein und brauche ich jetzt das wirklich und reicht mir das noch 2 Wochen? Sie gehen einfach einkaufen und kaufen es. Oder vielleicht haben Sie auch spontan heute Abend entschieden, dass Sie zu mir kommen, zu meinem Vortrag und haben da jetzt nicht einen Generalstabsplan vorher aufgestellt. Also wir brauchen Intuition, die ist sehr, sehr wichtig in unserem Leben. Sie ist aber Mist, diese Intuition, wenn wir die auf strategische Fragen unseres Überlebens anwenden. Also wenn wir intuitiv sagen, ich gehe nicht impfen, weil das ist schädlich, das Impfen, das ist Intuition, ich spüre das. Ja, das ist Krampf und das bremst uns und das hindert uns und bringt uns in die falsche Richtung. Wenn wir also elementare Fragen, Klima, also wir brauchen nichts für Klimawandel zu tun, weil die anderen sollen erstmal was tun oder solche Aussagen, das ist Intuition, ja, aber nicht durchdacht. Wir denken linear, wir denken nicht in komplexen Systemen und nicht systemisch. Immer eine Ursache, eine Wirkung, eine Ursache. So können wir denken. Viel anders können Wissenschaftler schon denken, aber die Bevölkerung nicht groß. Wir können nicht den Unterschied großartig darstellen zwischen 1,8 und 1,9 Grad Klimaerwärmung. Es gibt nicht einmal den Ansatz einer Theorie, wie 191 Staaten auf der Welt global in Sachen Klimafrage, in Sachen Bevölkerungswachstum, in Sachen Abtreibung global kooperieren können. Es gibt nicht mal eine Theorie dazu. Und dass wir weit weg sind, dass die 191 Staaten sich in den wichtigen Fragen einigen, ist jedem bekannt. Alle diese genannten Mängel sind keine selbstverschuldete Dummheit von uns. Wie der Kant eigentlich so sagte, ja, schalte dein Hirn an, du findest die Lösung. Und das ist eben nicht so, sondern sie sind evolutionäre Fehlanpassungen. Sie sind diese Leistungen von unserem Gehirn, in unserem Gehirn gar nicht da. Wir können nicht komplex denken. Die meisten Menschen können nicht anders. Da kann man ihnen auch nicht viel vorwerfen. Wenn der Weltklimarat sagt, es geht um das Überleben der Menschheit, dann kann er das noch so rausposaunen. Ich sage, es wird sich nicht viel ändern in den nächsten 10 Jahren. Der Dr. Eberl, der hier gesprochen hat, in diesem Raum, vor einem halben, dreiviertel Jahr, hat gesagt, es gibt 9 technische Lösungen, 9 große globale Probleme und da gibt es 9 ingenieurwissenschaftlich basierte Lösungen und ich zeige euch die mal alle auf. Für Umweltverschmutzung, für Klimawandel, für Müllproblem und so weiter. Die gibt es nicht, weil das ist eine reduzierte Betrachtung auf Ingenieursleistungen. Natürlich machen die Ingenieure, natürlich machen die Labors da was und machen sogar viel. Aber warum setzt sich das nicht global durch? Wer bremst denn da? Das sind Organismen und Fähigkeiten des Menschen, die das bremsen, dass das schnell genug vorwärts geht. Wir haben also, und mein Fazit, erhebliche Probleme. Unsere eigene Evolution mit tollen Fortschritten auf der einen Seite, aber globalen Problemen auf der anderen Seite wirklich zu beherrschen. Das neue Selbstverständnis von Menschen muss sein, was ist denn eigentlich Wohlstand? Brauche ich jedes Jahr immer mehr Materielles? Was ist das? Wir müssen Wohlstand neu definieren. Keiner macht das in diesem Land, die Politik schon gar nicht. Was bestimmt unser Lebensglück? Was sind wir außer Konsumenten? Wir müssen radikal umdenken, radikal. Wir haben überhaupt keine Alternative, auch wenn ich jetzt gesagt habe, es geht nicht anders, aber wir müssen umdenken. Das steht in meinem Buch, Sie finden vieles dazu in meinem Buch, Positives wie Kritisches. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da mal reingucken oder es sich anschaffen. Es ist seit März auf dem Markt und ich habe in Amazon von berühmten Leuten tolle Rezensionen bekommen. Und möchte Sie noch hinweisen zum Schluss auf ein Streitgespräch zwischen dem Dr. Eberl, der hier, glaube ich, jetzt schon 2-mal gesprochen hat. Wir sind befreundet, wir beide. Er hat eine andere Perspektive und beide Perspektiven sind wertvoll. Und beide Perspektiven enthalten interessante Sachen, die uns weiterbringen. Aber es ist schön, wenn wir streiten, dann kriegen Sie noch mehr neue Ideen. Und das machen wir am 31. Januar an der Volkshochschule München. Da gibt es ein Streitgespräch, Wege aus der Krise in die Zukunft. Natur des Menschen versus Wissenschaftsoptimismus. Das Linke bin ich, Natur des Menschen, und er ist so der Wissenschaftsoptimist. Mein Hinweis und meine Einladung an Sie am 31. Januar. Ich habe ein Heft der Münchner Volkshochschule mit dabei. Das war's von meiner Seite. Ich danke Ihnen und jetzt freue ich mich auf ein paar Fragen von Ihnen. Ja. Erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Lange, für den schönen, erschreckenden, faszinierenden Vortrag. Ja.
Ich möchte mich jetzt gleich mal anschließen und Sie alle bitten, Ihre Fragen zu stellen. Auch online schreiben Sie Ihre Fragen einfach in den Chat rein oder signalisieren Sie einfach durch die Hand, wenn Sie Ihr Mikrofon einschalten wollen. Wir können Sie hier hören. Ja? Also ich schalte jetzt mal den Lautsprecher hier laut, aber melden Sie sich einfach ganz kurz, damit ich das weiß. Vielleicht fange ich mal mit einer Frage an. Es ist ja absolut faszinierend, was Sie an Möglichkeiten entwickelt haben. Aber wenn ich jetzt gerade mal zum Ende hin frage, ja, da fordern Sie einerseits eine Begrenzung des Menschen, menschlicher Gesellschaften, ja, ein radikales Umdenken, im Grunde ein Ausstieg aus dem ganzen auch Wachstumsszenario. Ja. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt praktisch 90% des Abends eine technologische Entwicklung beschrieben, die ja in ungebremster Beschleunigung befasst ist. Ja. Wie passt das beides zusammen? Das kriege ich nicht zusammen. Ich will es auch einfach so offen stehen lassen. Das ist die Entwicklung, die läuft im medizinischen, im technologischen Bereich. Ja. Wir werden hier bahnbrechende Entwicklung in der Genetik, Entwicklungen haben und die wird natürlich in Krankheitsfällen tolle Sachen bringen. Das, was ich erlebt habe an meinem eigenen Körper, mit meiner eigenen Historie, möchte ich nicht wissen. Deswegen bin ich da sehr positiv. Ja, wenn Sie das einzelne Individuum anschauen in unserem Land, das an Muskeldystrophie leidet oder an Parkinson oder weiß ich was wir noch nicht im Griff haben, wenn wir das in den Griff kriegen, ist das mit Sicherheit eine für das Wohlergehen des Individuums, für das Wohlergehen der Gesellschaft gute Sache. Dem stehen andere Sachen gegenüber, die sind eben kritischer zu betrachten und auch in der Genetik selber ist natürlich kritisch zu betrachten, wenn wir meinen, wir können die Intelligenz da mal schnell in den Griff kriegen genetisch, da war ich ja auch kritisch, ja, das sind Auswüchse, die wir hoffentlich jetzt hier in Mitteleuropa, in Deutschland kontrollieren werden, China wahrscheinlich nicht kontrollieren wird, sondern Vollgas geben wird, ja. Sie können in China sich nicht mehr zu einer Olympiade bewerben, wenn Sie nicht vorher Ihre DNA abgeben. Die darf also von der Sportbehörde komplett analysiert werden, weil die Sportbehörde sich dafür interessiert, ob sie genetisches Material haben, das für ihre Kinder gleich auch positiv sportlich vom Muskelaufbau, von der Ausdauer ist, sodass diese Kinder gleich als Frühkinder mit 3-4 Jahren schon sportlich gefördert werden können. Also da wird es schon wieder kritisch. Ja? Es stehen sich also, Herr Dr. Stets, diese beiden Blöcke voll gegenüber und das schafft natürlich auch diese Zielkonflikte, die wir haben. Wir haben schon es geht schon mit Fragen los. Man hat selber schon so viele Fragen parat, aber Sie sind natürlich dran. Die Frage aus dem Chat: Wer gewinnt bei Zielkonflikten, wenn die technische Singularität in Klammer auf Intelligenz höher als beim Menschen erreicht ist? Nun ja, also da gibt es jetzt viele Theorien drüber. Letztlich werden wir die künstliche Intelligenz so lenken, dass wir sie kontrollieren können. Also sehr, sehr lange wird das so sein, dass wir sie kontrollieren und schauen, was die macht und dass wir übergeordnete Ziele definieren. Wenn es aber zu diesem Punkt kommt einer Singularität, ja, dann kontrollieren wir nichts mehr. Dann bestimmen Maschinen, was gemacht wird und setzen sich auch eigene Ziele. Das geht heute noch nicht, aber Maschinen, die sich dann eigene Ziele setzen, werden uns möglicherweise, wenn es da zu einer Konkurrenz kommt, nicht mehr fragen, ob wir damit einverstanden sind. Das kann sein. Also da gibt es Leute, die sehen das sehr kritisch und es gibt ja auch eine ganze Horde von großen Wissenschaftlern, unter anderem Stephen Hawking und Kollegen Elon Musk, die einen offenen Brief im Internet platziert haben vor 2-3 Jahren, seid vorsichtig Politiker mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz und legt genau fest, wohin der Karren fährt und was wir nicht wollen. Die EU hat steht im Buch noch drin, ich habe das gerade noch abgefangen, bevor das Buch veröffentlicht wurde. Die EU hat ein Weißbuch rausgegeben für künstliche Intelligenz und bei diesem Expertenrat waren über 50 Experten, waren 5 oder 15 Philosophen dabei und die Philosophen haben natürlich genau auf ethische Fragen geschaut, was muss begrenzt sein, wenn wir über KI sprechen und am Schluss waren alle Fragen der Philosophen draußen. Die waren alle raus und man hat dann auch gleich mal die Verteidigung und Waffenthematik rausgemacht, selbstständig aktive Waffen, selbstsuchend, zielsuchende Waffen, hat man mal rausgemacht, das behandeln wir mal nicht, also können die schon mal frei, haben die schon mal freie Fahrt und hat sich auf das beschränkt, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders war bei dieser großen, bei diesem Weißbuch. Also steht eigentlich nichts mehr Spannendes drin. Das würde tendenziell in die falsche Richtung laufen, dass wir die Kontrolle nicht in der Hand haben.
zum Thema kognitive Dissonanz. Muss man da denn nicht unterscheiden, was ist für den Einzelnen, aus Sicht des Einzelnen, was ist für ihn gut und was ist für die Gesellschaft gut? Das muss ich ja gar nicht decken. Insgesamt, und wie sieht das dann bei der natürlichen Evolution aus? Dann geht es doch auch eher um, geht es da eher um die Eigenschaft der besonders fitten Individuen oder der Masse insgesamt? Ah ja, zwei sehr gute Fragen. Kognitive Dissonanz, also das Thema kommt bei Ihnen wahrscheinlich am schnellsten an, wenn ich Ihnen nahe bringe, ob Sie doch überlegt haben, nach Mallorca zu fliegen und sich gleichzeitig gesagt haben, vielleicht sollte ich doch nicht besser nicht fliegen. Ja, da kann ich Sie viel schneller erreichen, als wenn ich das jetzt auf einer Gruppen- oder gesellschaftlichen Ebene führe. Alle diese Diskussionen können Sie auf individueller, Kleingruppen, Großgruppen, gesellschaftlicher Ebene führen. Selbstverständlich, voll richtig. Evolution im klassischen Sinne ist keine Individualwissenschaft. Das wissen viele Leute nicht. Evolution ist eine Populationswissenschaft. Und in einer Population gibt es welche, die schwimmen mit, die sind gar nicht so arg angepasst, schwimmen aber doch mit. Heute schwimmen wir alle mit, weil wir medizinisch supported werden und verbessert werden. Ich wäre mit 10 Jahren gestorben, vor 80 Jahren. Ich hätte keine Kinder. Ich bin kein Fitter. Im biologisch reinen Sinne. Ich nicht. Ja. Ich hätte keine Kinder und meine Kinder sind jetzt auf der Welt. Die haben glücklicherweise keinen Diabetes, sind schon über 30 Jahre alt und der Sohn über 20. Habe ich Glück gehabt, dass sich das nicht vererbt hat, aber ich wäre gar nicht dazu gekommen, Kinder zu machen. Und da hat man jetzt ein Einzelbeispiel für individuelle Fitness, aber man hat mich nun mal fit gemacht. Jeder wird heute fit gemacht in diesem Zirkus, aber letztlich, ursprünglich ist Evolution eine Populationswissenschaft. Die gesamte Population gehört zu einer Gauss-Verteilung und in der Mitte sind die Fittesten und auch andere schwimmen auch noch mit. Und dann kann man das auf dieser Ebene mit Populationsgenetik mathematisch in den Griff kriegen. So hat man das früher gemacht. Beides richtig, ja. Individuelle Fitness gibt es und gesamtheitliche Fitness gibt es auch. Ja, bitte weiter Ihre Fragen. Wir hatten eine Veranstaltung, ich glaube, es ist inzwischen schon 1,5 Jahre her, mit einem Schweizer Experten, der eben auch zu künstlicher Intelligenz, Roboterentwicklung und so weiter forscht. Spannend daran war, seine Überlegung war oder seine Beobachtung war, dass die großen Treiber hinter der technologischen Entwicklung nicht einfach Wissenschaftler in ihren Labors sind, sondern dass das im Grunde zum großen Teil die Gaming-Industrie ist und die Forschung an Sexrobotern, die mittreiben. Sehen Sie das ähnlich? Weil so in Ihrer Darstellung ist es ja dann eher so eine wissenschaftliche Community, die sich so vor sich hinarbeitet und dann immer beschleunigtere, bessere Ergebnisse macht. Aber im Hintergrund steht das wäre jetzt die Gegenthese, so eine verzerrte, interessengelagerte, industrielle Orientierung an bestimmten Ergebnissen dieser Entwicklung. Verzerrt gefällt mir. Verzerrt gefällt mir. Alles ist marktbestimmt heute. Alles. Alles, was wir tun, ist marktbestimmt. Und wenn wir das mal dran vorbeikommen und einen Spaziergang im Wald machen und dann nicht einkehren und kein Geld ausgeben, dann ist das immer noch die Ausnahme. Das Individuum kann das ganz gut, ja, die Gesellschaft kann das nicht. Die Gesellschaft funktioniert nur mit funktionierenden Märkten. Und natürlich sind die KI-Märkte in der Gaming-Industrie die größten, mit Abstand. Und das, was Facebook vorhat mit dem Meta, ist ein Spiele, Schrägstrich, Unterhaltungs, Schrägstrich, Wohlfühl, Schrägstrich, du bist der tollste Markt, ja, und er wird, wenn er denn so realisiert wird, wie Facebook das vorhat, wird die ganze Szenerie bestimmen, wird uns umkrempeln, wenn das in 5-6 Jahren da ist. So, natürlich, Märkte bestimmen das, nicht die Forscher. Hätte ich ein bisschen schwerer im Vortrag den Schwerpunkt draufsetzen sollen. Im Buch ist es aber ganz klar ausgedrückt, Märkte bestimmen das Geschehen. Wenn ich darüber spreche, dass wir zielgerichtet handeln, und das habe ich gesagt, Ziele kann sein, dass wir Spaß haben sollen, aber da stecken immer Märkte und Unternehmensinteressen dahinter, auf jeden Fall. Ja, Ihre Fragen bitte weiter. Ja. Als Mediziner frage ich mich natürlich, wie das alles finanziert werden sollte. Sie haben ja Beispiele gebracht, was man verbessern kann, neurologisch, motorisch oder auch intellektuelle Leistung oder Schönheit oder sonst was. Wenn das nur ganz, ganz wenige sich leisten können, das wird nicht die Masse treffen, weil es nicht bezahlbar ist. Ja, absolut richtig. Ja. Wie lebt man dann damit? Ich meine,
eine tolle neue Technik, da kann man viele dafür begeistern. Aber wenn die anderen gesünder und schlauer werden als ich, das glaube ich, ist dann... Na gut, dann haben wir aber Teile der Bevölkerung, Teile der evolutionären Population, Mensch, wo es innerartlich, wenn ich es ganz streng biologisch argumentiere, Veränderungen geben wird, bis hin zu klügeren Menschen in Zukunft, zu sportlich fitteren Menschen, zu Menschen, die 150 Jahre alt werden, die wird es halt geben und die sind halt Bestandteil des Ganzen. Dann, und wenn da so ein Wettbewerb zustande kommt, wie Sie es in dem Video gesehen haben, dann kann das natürlich selbstbeschleunigende Effekte haben, aber immer spielt Geld eine Rolle, das ist schon klar. Habe ich nicht vom Tisch geredet oder geleugnet, das spielt eine Rolle. Und vielleicht können wir uns in Deutschland schwer vorstellen, aber vielleicht sind dann in den USA Eliten da, die gibt es. Die sind auch schon interviewt worden, die sagen, wenn es mir gelingt, mein Kind klüger zu machen als andere, werde ich dafür sorgen, dass das auch vererbt, was ich da reingesteckt habe. So, und dann soll das Fräulein, das das heiratet, dann aber das auch mitbringen. Ja? Also das wird in Amerika schon diskutiert. Und dann sind die Chinesen in der großen Halle des Volkes. Ja, also die Chinesen sehe ich da ganz vorne. Ja? Die Chinesen nehmen ihre Sportler an der Hand und sagen, die DNA gehört rechtlich in China nicht ihnen. Die gehört dem Staat. Das muss man sich mal wirklich, so steht im Buch drin, durch den Kopf gehen lassen. Ja? So, und dann kann durchaus sein, China ist ein großes Volk, dass da Abspreizungen von Staaten gehen, ja, etwas schneller, als Sie sich es vielleicht gerade doch vorstellen. Ja. Bei dieser Darstellung hat man immer das Gefühl gehabt, bis jetzt, dass, glaube ich, der ganz große Unterschied zwischen diesen evolutionären Zukunft für den Menschen sich dann wandelt, wenn diese Verschmelzung von Computern, ja, also Robotern, ja, mit Menschen sind, und das Einzige, was er noch stört, ist das traditionelle, diese Empathiefähigkeit, das Soziale, das haben. Und dann ist ja die Frage, ob diese Eigenschaften ja nur hinderlich sind und man diesen Robotersystem dann eigentlich die große treibende Kraft wird, und ob dann, ja, evolutionär vielleicht diese für uns jetzt ja wichtigen emotionale Trauer, Freude und das, was er uns eigentlich immer durch das Leben gebracht hat, das gar nicht ob brauchen. Wir das überhaupt noch brauchen. Die brauchen es vielleicht gar nicht. Ja, ja. Außer Strom, was, ja, diese Menschen... Ja. Ja, und Sie wissen ja, also was heißt wissen, Sie können damit umgehen, dass wir leiden, dass wir Freude haben, ja, Sie können damit umgehen, Sie wissen, was die Konsequenzen dessen sind, also wenn jetzt jemand wütend ist, wissen immer in Anführungsstrichen, nicht im Sinne von bewusst verstehendem Wissen, sondern Sie können das analysieren und können sagen, jemand, der wütend ist, wird dir keine klaren Fragen mehr stellen, da musst du jetzt aufpassen und zurückfragen, der wird schnell kurz entschlossen handeln. Das kann so ein System locker durch Sensoren und durch Bildkontakte und Auswertungen vom Gesichtsausdruck heute schon erkennen. Aber vielleicht sind wir ja mit der Simulation zufrieden, vielleicht reicht die uns. Ich wollte es nicht runterspielen, ich wollte es hochspielen. Ja, ich glaube, dass die uns total verwirren wird. Total. Total. Also die erkennt, dass ein System sie in allen ihren Schattierungen durchleuchtet, wie sie ihre Kinder und ihre Partnerin und niemand sonst kann. Ja, wenn sie mehr als 10-mal blinzeln in der Minute, dann weiß das System sofort, dass sie aufgeregt sind. Ja? Aber ich achte da eigentlich nicht drauf, weil so genau schaue ich sie nicht an, wenn sie mir gegenüber sitzen. Ja? Und wenn das alles kommt, dann habe ich schon Bedenken. Habe ich mehr Bedenken als Hoffnungen. Was bedeutet das für unsere historischen Errungenschaften, unsere politischen Systeme, Systeme wie Vorstellungen, wie Demokratie, wie Entscheidungsfindungsprozesse, die irgendwie, ja, mehrheitlich legitimiert, abgesichert sind? Ja. Die werden noch komplett unterlaufen, zwar von zwei Dingen, durch die Macht technologischer Entwicklungen und durch eine Globalisierung, die unter anderem dahinter steht, gegen die man sich ja gar nicht schützen kann. Wir können keine Inseln mehr haben, die sich dagegen dann abschirmt. Ja, kann man so sehen. Ja, wir können gerne das nächste Buch schreiben zusammen. Da geht es weiter. Ich sehe das genauso. Da wird vieles in Frage gestellt, vieles auf den Kopf gestellt und unserer eigenen Einschätzung und Kontrolle entzogen. Das sehe ich vor allem gesellschaftlich. Also das größte Thema, was ich aufgegriffen habe im Buch, ist das Thema, was ist Wahrheit, was kann man glauben, was kann man nicht glauben. Ja? Wenn Nachrichten von Maschinen gesprochen werden, wenn Botsysteme zu Hunderten und zu Tausenden im Internet irgendwelche Meldungen darstellen und da ist 80% Fakt drin, aber 20% ist versteckt, das ist dann doch kein Fakt. Ja? Dann habe ich Probleme, eine Meldung, dass der Bill Gates...
Ich habe mir 3 Stunden Zeit genommen, eine Fake-Meldung eines Bots, also eines menschlichen Internet-Bloggers, der mit Steifigkeit behauptet hat, Bill Gates, also der verpestet die ganze Welt und der macht die Frauen in Afrika unfruchtbar und der will die alle impfen, damit sie unfruchtbar werden. Und der hat sich deswegen mit dem Vorsitzenden der UNO getroffen und mit dem Präsidenten des afrikanischen Staates. Das war alles wahr. Diese Fakten waren alle wahr, aber da, wo er den Schwenk gemacht hat, dass es nicht stimmt, der war gar nicht leicht zu finden. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, er hatte 200 Quellen, alle nachher genannt, ja. Also hat super, ja, also klingt ja super, also der muss das doch wissen, wenn er so viele Quellen studiert hat, aber die Essenzaussage war Käse, absolut Käse. Und wenn ich 3 Stunden brauche, dann möchte ich wissen, was den meisten Menschen, machen sich ja gar nicht die Mühe. Und dann geht das Gerücht rum, ich war mit einer Frau wandern und sagte mir, ja du, meine Schwester hat mir erzählt, der Bill Gates, das ist ein ganz böser Hund, ja, also der hat wirklich ganz, ganz schlimme Sachen vor. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch das mal ganz genau angucken. Ich mache mir morgen die Arbeit und gucke mir das genau an, weil ich da vom Bauch, von meiner Intuition mir gesagt habe, das wird sehr wahrscheinlich nicht stimmen. Mache ich mir mal die Mühe, ja. Aber das Ergebnis war für mich sehr wertvoll zu sagen, wo war da der Punkt, wo der abgeglitten ist und seinen eigenen Käse erzählt hat. Und das, damit werden wir nicht mehr fertig werden in Zukunft. Es wird äußerst schwierig. Wir werden, und also Reden von Politikern sind ja heute schon fake. Sie können ja eine Rede von der Merkel machen heute, die sie nie gehalten hat. Und das kriegen sie gar nicht, können sie nicht erkennen, ob sie die gehalten hat oder nicht. Die Gesichtsausdrücke, die Stimme, alles, die Wortzusammensetzung, jetzt alles fließende Sprache, können sie nicht erkennen. Und das ist ja nur der Anfang. Diese Technik hat ja noch gar nicht angefangen. Da wird es ganz nett schwierig für uns. Ja, ich möchte unsere Teilnehmer online auch nochmal auffordern, ihre Fragen zu stellen. Sie sind ganz verstummt. Ja. Aber diese Möglichkeit der Wissensmanipulation ist doch eigentlich nichts Neues. Das haben wir früher, da war noch kein Internet, da war ich darauf angewiesen, was steht in der Zeitung, was steht im Radio, was kommt im Radio, was im Fernsehen. Und gerade die totalitären Staaten haben eigentlich die letzten 100 Jahre gezeigt, wie man hervorragend Menschen manipulieren kann und wissen. Ja, aber jetzt leben wir hier nicht in einem totalitären Staat, sondern glauben noch in einer Demokratie zu leben, was wir ja auch tun. Und bei der Fülle der Informationen ist einmal die erste wichtige Challenge für uns, können wir da überhaupt noch filtern? Also was höre ich mir denn überhaupt an und was höre ich mir nicht an? Und dass das dann mit einer Professionalität und technischen Unterstützung gemacht wird, die war ja nie da. Und die viel, viel glaubwürdig, Bild und Ton und Film wirkt ja viel glaubwürdiger, als wenn Sie etwas lesen im Völkischen Beobachter oder wo das immer früher gestanden ist, was da alles schiefgelaufen ist. Aber heute mit Film und so, da denken Sie doch, boah, das ist ja Wahnsinn, das habe ich gar nicht gewusst, dass der oder die das gesagt hat, das ist ja der Hammer. Ja? Und dann denken die meisten Menschen da nicht drüber nach, könnte das fake sein, könnte das, ja? Und dann ist schon drin, ist schon zu spät, ja. Glauben Sie, also bis jetzt ist es ja so, dass von uns gesteuerte KI-Bereiche, das ist ja alles sehr stromabhängig noch. Also Rechnerleistung, stromabhängig, das alles. Das wäre die Grundvoraussetzung. Wenn sich diese Roboter oder wie man es immer nennt, selbstständig machen und sich eigentlich auch die Geschicke der Welt besser analysieren und uns vorgeben, was wie wann stattzufinden hat, glauben Sie, dass Sie auch dieses Stromerhaltungssystem auf dem Schirm haben, zu sagen, ich brauche aber Strom, um selbst zu überleben als Maschine? Das haben die jetzt schon. Also es gibt jetzt schon Roboter, die darauf fixiert sind, dass sie da nicht abgestellt werden. Und das kann man leicht reinprogrammieren. Da brauche ich gar keine KI. Ja? Und da ist ja toll verfilmt worden, in Odyssey heißt es, glaube ich, oder? 9000. Das ist jetzt keine große Kunst. Mir geht es jetzt nur um die auf der Erzeugungsebene. Nicht individuell, dass ich nicht vom Saft genommen werde, sondern dass wirklich auch Strom muss erzeugt werden und dass das auch beibehalten bleibt. Ja, und dass die selber sich, also gesamtgesellschaftlich, um das Strombedarf kümmern, kann ich mir schon vorstellen. Das sind Dinge, die bei uns wirklich schwer in den Kopf gehen, weil ich sagte, es ist für uns schwer, uns die Zukunft vorzustellen. Stellen Sie sich jemanden vor, der im Jahr 1900 auf dem Kuhdamm in Berlin steht und rundherum sind Postkutschen und Pferdekarren und die kacken dahin und es stinkt wie die Hundesau. Und in so einer Welt lebt er. Und wenn sie den gefragt hatten, kannst du dir vorstellen, im Jahr 2000, wie es da aussieht auf dem Kuhdamm hier, nicht die blasseste Vorstellung, nicht die blasseste, ja, dass da 30 Meter drunter U-Bahnen vorbeifahren und Flugzeuge drüber fliegen, überhaupt keine Vorstellung. Und das ist aber heute in 100 Jahren. Ja.
Und was meinen Sie, was in den nächsten 100 Jahren passiert? Alles läuft mit der x-fachen Geschwindigkeit. Ja? Also dann ist die Frage beantwortet, die Sie da stellen. Aber liegt's dann, ist das Problem nicht darin, dass wir sozusagen als Spezies einfach unsere Grenze erreicht haben, unsere Kapazitätsgrenze, dass wir Lernprozesse einfach länger brauchen, die lassen sich nicht weiter beschleunigen auf der Ebene des Individuums und von Kollektiven? Also ich ende mein Buch mit der Aussage, dass ich die Hoffnung habe und den Wunsch habe, dass diese künstlichen Systeme und künstliche intelligente Systeme da uns weiterführen, wo wir nicht weiterkommen. Da, wo unsere Grenzen sind. Wir haben physische Grenzen auf diesem Planeten, eindeutig physische, und wir haben soziale Grenzen. Beides. Grenzen des Wachstums. Das berühmte Buch hat nur die physischen Grenzen besprochen, aber es gibt soziale Grenzen ohne Ende. Wir können nicht in 30 Millionen Städten leben, ohne krank zu werden. Das geht nicht. Dafür sind wir in den letzten 2 Millionen Jahren nicht vorbereitet gewesen. So, und wir müssen irgendwie hoffen, dass wir Systeme so klug machen können, dass sie uns da an der Hand nehmen und uns unterstützen, die globalen Probleme doch in den Griff zu bekommen. Dass wir das schaffen, habe ich meine größten, die hat auch der Dr. Eberl gehabt, als er hier gesprochen ist. Ja. Er weiß ganz genau, dass alles viel zu zäh und viel zu langsam geht. Viel zu langsam, ja, bis diese Klimaeinigung mal zustande kommt. Und jetzt haben wir nur Absichtserklärungen in Glasgow, mehr haben wir nicht. Wir haben keine verbindlichen Gesetze der 191 Staaten, dass wir die Klimasache in den Griff kriegen. Und vielleicht kommen wir dahin, dass doch Systeme doch so stark werden, dass sie uns da unterstützen. Auf welche Art immer. Aber ich denke, der Unterschied, auf den heben Sie ja in dem Streitgespräch wahrscheinlich auch ab, ist ja, dass Herr Eberl ja immer noch das Subjekt sozusagen als Ingenieur sieht, der im Grunde das Primat über seine Geschöpfe und seine technischen Entwicklungen in der Hand hält. Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist dieser Zusammenhang zerbrochen. Wir sind, der ist noch nicht zerbrochen. Subjekt, nein, ja. Der ist heute nicht mehr, noch nicht zerbrochen. Heute noch nicht, kann man nicht sagen. Heute wissen wir, was wir machen, bis auf bestimmte Entwicklungen, muss ich schon dazu sagen, habe ich nicht drüber gesprochen, dass KI-Systeme Dinge machen, die bei Bewerbungsprozessen ist das ja bekannt geworden, dass ein KI-System da gar keine Frauen ausgewählt hat, sondern nur Männer ausgewählt hat, obwohl die Frauen eigentlich geeigneter waren. Also kann man schon in den Algorithmen schön falsche Sachen reinprogrammieren. Aber dann ist man auch draufgekommen und hat es dann auch immerhin noch verbessern können. Ja. Da gibt es einige schöne Beispiele, aber im großen Ganzen können wir ja sagen, haben wir die Sachen noch gut im Griff. Nur wenn die EU sagt, wir müssen verstehen können, was die Algorithmen machen, dann kann ich da nur lachen. Niemand versteht. Ich verstehe nicht, was dieser Algorithmus macht, der mir jetzt gerade die Insulin, warum er das genau jetzt macht und meine Insulindosis reduziert oder vielleicht sogar anhebt, keine Ahnung, kann ich nicht verstehen. Es ist hochkomplex. Ich weiß nur ungefähr das Ergebnis, dass es gut aussieht und habe ein gutes Gefühl damit. Ja. Aber er hat mir auch neulich nachts mal abgestellt und dann war er nicht so gut. Das ist dann eine Unvollständigkeit einer Software, die auch wieder behoben werden kann. Ich würde mal grob sagen, heute haben wir es noch ganz gut im Griff, aber die Herren Musk und Stephen Hawking und 15 oder waren viel mehr, es waren 1000 Leute mit diesem offenen Brief im Internet, die haben auf die Gefahren des Internets hingewiesen, der KI hingewiesen und wirklich an die Politik die Hand erhoben, vorsichtig zu sein. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Der Karren läuft. Der Karren läuft. Ich glaube, so müssen wir es stehen lassen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Dr. Axel Lange für diesen, also wirklich extrem spannenden Vortrag. Ja. Ich darf nochmal auf Ihr Buch hinweisen, da steht natürlich viel, viel, viel mehr drin. Ja. Ich finde es immer so schade, wenn man dann merkt, die Folien gehen weiter, weil die Zeit ausgeht. Das ist natürlich alles spannende Themen für die Diskussion gewesen wären. Ich denke, wir werden auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben und ich hoffe, dass Sie sich wieder einladen lassen, das ein oder andere zu vertiefen. Ja. Ich habe zwei Bücher mitgebracht, also mehr hatte ich jetzt gerade nicht. Wer eins mitnehmen kann, 20 Euro kann gerne eins mitnehmen. Ich kann die nur empfehlen. Ich darf Ihnen fürs Kommen danken, ich darf Ihnen fürs Zuhören danken. Ich hoffe, wir haben Ihnen den Abend jetzt nicht verdorben. Sie denken jetzt an die positiven Aspekte, die heute Abend geschildert worden sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.